bin der neue Parteisekretär. Und ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Wissen Sie nicht, dass Frauen auch Hosen tragen? Ich glaube, sie meint es ernst. Naja, wenn Sie durchaus unglücklich werden wollen, melden Sie sich im Wohnlager. Danke. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Danke. Werner, ich kriege ein Kind. Der Schuldige an eurer schlechten Laune bin ich. Stuhlbein, Hannes, diskutiert sich leichter. Du machst dich furchtbar unbeliebt, Lönner. Bei Leuten wie dir, ja. Daran wird sich nichts ändern, solange ihr die Disziplin auf der Baustelle versaut. Hast du mit deiner Frau gesprochen? Wir müssen uns trennen. Wer? Wir. Sie werden nur behandelt wie der letzte Dreck. Und ich kann immer nur zugucken. Oder hat sie dich schon mal warm gemacht? Ich habe auch mal so ein Ideal gehabt. Bei jedem Schuss habe ich geglaubt, es ist für Deutschland. Und dann haben sie es verheizt. Heute, wenn ich so meine 8 Stunden runterschrubbe, dann frage ich mich immer, wozu. Ich halte mich an meine Beschlüsse. Und wenn es nicht passt, dann gehen wir dahin, wo wir nicht belästigt werden. Wie meinst du das? So, wie du es ganz richtig verstanden hast, dahin, wo dein Sozialismus ein Dreck wert ist. Die Entern übers Wasser sind geschwommen, schwommen, schwommen, lass sie ziehen, die werden schon wieder kommen. Ich wollte sie nämlich ins Kino einladen. Mit ihnen würde ich mir sogar einen DEFA-Film angucken. Ich bin untröstlich, aber schon ausgezogen.